Puh, what's up, Freaks? Willkommen zu einem weiteren Let's Play von mir, Sulfa zum Spiel, Garry's Mod. Heute fange ich mit meiner kleinen Wire-Mod Contraption-Vorstellung an. Heute würde ich sagen, fangen wir mit meiner Raketensteuerung an. Es ist im Grunde ein kleines, simples Gerät, was ich mir gebastelt habe. Wobei nicht unbedingt simpel, sondern doch schon eher ein bisschen heftiger. Steckt eine Menge Wire-Mod-Zeugs hinter, eine ganze Menge. Und werde ich euch einmal ganz kurz zeigen, wie ich das dann hier gebastelt habe und dann natürlich die Vorstellung des schönen Raketen, meiner schönen Raketen-Rack-Steuerung. Erstmal, benötigte Mods, die ich dafür genutzt habe, sind vermutlich nur die Garry's Mod Fireworks. Das heißt, diese schönen Geschichten hier, vor allem hier diese Large Fireworks hier, Sparkles, Medium, Propeller, okay, die Propeller nicht, aber... Hier ist auch das Rack dabei. Eine sehr gute Mod, kann man halt auch mit Wiremod benutzen hier. Detonate Launch. Ich brauche hier nur die Launch-Option, denn ich will sie ja nicht auf den Boden explodieren lassen, sondern ja in die Luft fliegen. Sie fliegen. Auf jeden Fall, wie man hier sieht, hier ist eine ganze Menge leuchtendes Zeug bei. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal hier mit der ersten Steuerung an. Die Steuerungen hier sind alle gleich. Also keine Sorge, ich muss jetzt nicht durch 6 Steuerungen mit euch durchgehen. Einmal ganz kurz gezeigt. Es gibt 9 Raketen an diesem Raketenrack. Hier gibt es insgesamt 9 verschiedene Add-Gates. Das heißt also, im Grunde kann man nicht sagen, 9 verschiedene Funktionen, die ablaufen auf diesem Board hier. Man sieht ja auch, ich habe mein Möglichstes getan, um die Wire so zu kabeln, dass es auch vernünftig aussieht und dass man auch im Grunde verfolgen kann, wo welches Wire hingeht, weil das auch mal wieder hervorgehoben wird hier. Man sieht hier, also recht simpel eigentlich. Im Grunde, wie ich das gemacht habe mit dem Timer, ist das eigentlich ganz simpel. Also ich habe hier erstmal Constant Value minus 1 bis minus 9 gemacht. Das brauche ich als Vergleichsvalues. Ich habe hier einen Timer. Clock gibt an, wenn Clock ist quasi der Timer startet. Das muss nur einmal auf 1 gesetzt werden und das zählt dann so lange hoch, wie der Wert in Hold gesetzt ist. In diesem Fall ist der Wert bei Hold 10 Sekunden. Die 1 ist auf einen Button auf einem anderen Board verbunden, denn wir haben ja hier 6 Boards. Das heißt, das hat ja noch eine andere Bedeutung für unsere Steuerung. Das kommt aber gleich noch dazu. Wir haben hier If-Then-Else-Gates, die auf das Add beziehen. Auf das Add, da muss man nämlich drauf achten. Der Wert ist momentan minus 1. Gezählt wird Value, das heißt minus 1, die hier drin steht, plus der Wert, der im Delay Gauge steht. Das heißt, die Zeit, die bisher vergangen ist. Im Grunde bedeutet das hier, wenn dieses Gate quasi 0 ist, oder also größer als 0 ist, sobald da 0,1 ist, wird dieses Gate, wird das If-Then-Else, weil der Wert positiver als 0 ist, auf 1 gesetzt. Oder beziehungsweise auf If-Add, also if dieses Gate auf 1, dann Value setzen. Und die Value ist halt hier mit 1 beschrieben. Das heißt, das Ding wird 1 gesetzt. Und sobald das Ding 1 gesetzt wird, pfiou, fliegt die erste Rakete in hohem Bogen los und ja, wird explodieren. Oben, irgendwo. Das passiert dann, während der Timer bis 10 zählt, passiert das 9 Mal hier. Wie gesagt, hier geht es bis minus 9. Das heißt, ja, zählt bis 10 hoch. Und dabei jede Sekunde wird eine Rakete abgeschossen. Das passiert hier, 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 hier und hier auch so. Das heißt, 6 Mal pro Sekunde, also pro Sekunde im Grunde ein paar Raketen, die abgeschossen werden. Natürlich soll das nicht alles gleichzeitig passieren, sondern auch ein bisschen getimed sein hier. Deswegen haben wir hier nochmal ein kleines Schaltboard mit 6 Gates hier. Im Grunde nochmal genau dieselbe Geschichte wie hier. Nur, dass die Gates diesmal minus 1, minus 5, minus 10, also man in 5er Schritten ist. Doch irgendwo ein Dingsgate oder nicht? Ach, das ist es hier. Ja, hier minus 1, minus 5, minus 10, bis minus 25. Das heißt, innerhalb von 25 Sekunden sind alle angestartet. Und jedes Ding braucht immer ungefähr 9 bis 10 Sekunden, damit alles abgeschossen wird. Das heißt, wir haben hier ein Leuchtfeuerspektakel von 35 Sekunden voller Freude und Spaß. Während wir das alles mit quasi einem Button betätigen. Und ich würde sagen, das mache ich jetzt einfach mal. Kadinga, Kadinga, wir gucken uns das mal an, ich trinke mal kurz einen Schluck. Kannst du auch hier gut verfolgen hier. Hat jetzt gerade das eine Raketenrack mitgestartet, jetzt wird das nächste mitstarten, genau hier.
Und das passiert nämlich auch manchmal. Manchmal explodieren die genau übereinander, weil der Winkel genau perfekt gesetzt wurde an der Stelle. Hier nochmal. Boom. Ist zufällig passiert. Ich habe den Winkel in meinem 25-Grad-Ding weitergemacht, meine ich. Und dann auf einmal, ja, habe ich das gesehen, dass es so passiert. Also recht cool, die Sache eigentlich. Ja, wie man hier sieht, das Raketenwerk wurde vollständig abgefeuert. Recht schnell für meinen Geschmack eigentlich. Ich meine, man könnte ihn im Grunde noch erweitern. Das könnte man hier dann noch im Grunde sehr interessant erweitern. Wartet mal, das um es einmal ganz schnell zu zeigen hier. Los, paste dich hin. Man kann jetzt hier im Grunde beigehen. Ich mache mal kurz Limited Ghost raus. Nochmal neu laden hier. Na komm, wo bist du denn? Da. Mit dem alles anzeigt hier. Dauert ein bisschen länger, aber ist eigentlich ganz schön. Man kann nämlich hier, das ist zum Beispiel noch, nicht Height Offset, upsie, Angle Offset, einfach im Grunde drehen. Und man kann hier einen großen Halbkreis draus machen. Wartet mal. Genau, 90. Mache ich hier mal minus 90. Und dann müsste das minus 180 sein. Genau, genau. Und theoretisch haben wir hier unseren Feuerwerkskreis. Wie man hier allerdings sieht, mein FPS geht gerade ungefähr auf 15 runter. Das liegt halt daran, weil hier so viel Wiremod ist, dass das Spiel da nicht mehr hinterherkommt. Nicht richtig. Na, vielleicht war es eine schlechte. Ich mach die eben wieder weg, sorry Leute. Hui, jui. Das würde die Fabs-Aufnahme jetzt gerade sprengen, beziehungsweise vielleicht unter Umständen mein G-Mod sprengen. Also abstürzen lassen. Soviel zur Raketenrack-Steuerung, die ich selbst gebastelt habe. Ich werde sie vielleicht sogar online stellen, also vielleicht sogar in die Kommentare posten. Ich meine, ist ja nichts bei. Und ist ja einfach nur im Grunde eine Textdatei, die angibt, wo welche Sachen hinkommen. Aber naja, im Grunde, das ist möglich mit Wiremod. Nur zu empfehlen, solche Geschichten zu machen. Ich meine, es bringt einem zwar nichts in dem Sinne, aber es ist doch eigentlich ganz lustig und es ist auf jeden Fall ein schöner Zeitvertreib. Und es sieht schön aus und man kann sich am Ende freuen, dass man sowas hinkriegt. Na, ich hoffe, es hat euch gefallen, das Video. Wisst ihr, kommentieren und liken. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, ciao, ciao.